Ist die Kultur im Raum? Eileen, ich muss dir noch eine kurze Sache erzählen. Ich muss dir nur eine kurze Sache erzählen. Guck mal, du weißt doch, ich hatte Stress gehabt. Gell? Ich hatte doch Stress gehabt mit Vanni. Gell? Weil wir waren zusammen feiern gewesen. Sie hat mir Pfand abgezaubert, 1,50 mir geschuldet. Ich habe gemerkt, da haben wir richtig Beef gehabt. 2 Wochen nicht mehr gemeldet. Und jetzt auf einmal, halte ich fest, auf einmal, sie schreibt mir Voice Message so, Zeynep, wie sieht aus? Wollen wir Kriegsbeilbegrabung machen? Wir zwei, wir treffen uns irgendwo. Wir machen Chilawi, Kriegsbeilbegrabung. Ich bring auch was mit, wenn du willst. Ich bring was von Starbucks mit. Weißt du, Starbucks, die immer 15 Milliarden Umsatz machen, aber keine Steuern zahlen. Genau. Und da habe ich gesagt, okay, können wir machen. 2 Wochen her, Kriegsbeilbegrabung ist gut. Wenn du Starbucks gehst, dann bring mir bitte ein New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel Flavored Frappuccino mit diesem Gewürz mit. Weißt du, also nicht Zimt, nicht Cinnamon, sondern den anderen Gewürz, die immer reinmachen. Er schmeckt richtig Baba, er kostet 1,50 mehr, aber er ist Baba. Wie heißt diese nochmal? Ah, diese, könnt ihr mir helfen, wie heißt den Gewürz bei Starbucks, den die reinmachen? Nein, nicht Kardamom, Digga. Diese, die Almans haben immer bei Halloween diese orange Ding. Ja, wie heißt auf Englisch? Wie heißt die nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie den heißt. Pumpkins! Ich habe gesagt, bring mir ein New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel, Flavored Frappuccino mit Pumpkin Spice. Ich schwöre dir, Digga. Wir treffen uns also Hauptbahnhof. Sie kommt an mit diesem Starbucks-Becher, sie gibt mich den Becher und ich nehme einen Schluck und ich merke direkt, weil ich schwöre, bei meinen Unterhose, bei meiner Mutter, bei meinem Vater, ich schwöre, ich habe direkt gemerkt, diese New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel, Flavored Frappuccino, er hat kein Pumpkin Spice. Ich also so zu Vanni. Vanni! Diese New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel, Flavor, Frappuccino hat kein Pumpkin Spice. Dann Vanni sagt zu mir so, doch. Ich sag so, nein. Sie so, doch. Ich so, nein. Sie so, doch. Ich so, nein, Vanni. Flachs mich nicht, Walla. Ich weiß ganz genau, er kostet 1,50 mehr. Du hast mir die 1,50 abgerippt. Sag doch bitte. Sie so, nein. Ich so, doch. Ich so, nein. Sie so, doch. Walla. Ich bin nicht gut aufgelegt heute zu diesem schönen Tag, dass du mich flachst, Walla. In diesem New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel, Flavor, Frappuccino. Er ist kein Pumpkin Spice. Sieh dann so zu mir, wenn du mir nicht glaubst, voilà, dann frag doch einfach Gülay, sie war mit dabei. Ich so, gute Idee. Ich also direkt Voice Message zu Gülay. Ich so, Gülay, sag mal bitte, du warst doch gerade mit Vanni bei Starbucks, gell? Sag mal bitte, hat sie den New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel, Flavored Frappuccino mit oder ohne den Pumpkin Spice bestellt? Dann Gülay so zu mir, Voice Message. Keine Ahnung, Digga. Was jetzt? Woher soll ich wissen? Du weißt, wie sie sich anhört, wenn sie Joint geraucht hat. Sie so, oh, keine Ahnung. Ich war total stoned. Wir sind reingegangen. Sie hat bestellt. Ich wollte nur so diese eine Keks haben. Ich hab nicht mitbekommen. Aber wenn du wissen willst, dann frag doch Sandra. Sandra war auch mit dabei. Ich so, gute Idee. Ich also direkt Voice Message zu Sandra. Ich so, Sandra! Sag mal bitte, du warst doch gerade mit Vanni und mit Güler bei Starbucks, gell? Hat sie den New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel, Flavored Frappuccino mit oder ohne Pumpkin Spice bestellt? Sandra dann zu mir, Voice Message, keine Ahnung, Zeynep. Woher soll ich das jetzt wissen? Ich bin einfach nur mitgegangen, ich hatte überhaupt keinen Bock auf Starbucks, weil mir dieses ganze Konzept überhaupt nicht gefällt. Und außerdem ist Pumpkin Spice auch echt ungesund. Aber wenn du es ganz genau wissen willst, Zeynep, dann geh doch vielleicht einfach zum Starbucks selber und frag mal danach. Gute Idee, Sandra! Ich also bin direkt in Starbucks gegangen, ich bin reingesteppt, voilà, wie ein Allmann. Ich schwöre, ich habe richtig Kartoffelmove gebracht. Ich so, entschuldigen Sie den gnädigsten Herrschaften von diesem Etablissement. Können Sie mir bitte sagen, ob diesen gnädigsten Fräulein vorhin den New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel, Flavored Frappuccino mit oder ohne Pumpkin Spice bestellt hat? Der Kollege von hinter der Bar sagt so, Walla, red doch mal normal mit mir, was ist los? Keine Ahnung, ob diese Chaya vorhin den New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel, Flavored Frappuccino mit oder ohne Pumpkin Spice bestellt hat. Ich schreibe jeden Tag 1000 Namen auf Becher, woher soll ich wissen? Ich so, keine Ahnung, dann hol deinen Chef, vielleicht weiß der. Der Kollege holt Chef, Chef kommt raus, ich so, Chef! Weißt du, ob diese gnädigsten Fräulein den New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel, Flavor, Frappuccino mit oder ohne Pumpkin Spice bestellt hat? Er so, keine Ahnung, Digga, ich stehe immer nur hinten und hab Schreibdings zu tun. Ich könnte gucken bei Kamera, wir nehmen immer auf. Ich so, dann geh Kamera gucken, Walla, was stehst du noch hier rum? Er geht also hinten, er guckt Kamera, nach 5 Minuten, er kommt wieder raus und er sagt, mein gnädigsten Fräuleins, ich hab geguckt, diese Chaya hat vorhin den New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel, Flavor, Frappuccino ohne Pumpkin Spice bestellt. Siehst du, Vanni? Diese New York Cheesecake, Kocha, Double Chocolate, Ice Cream, Caramel, Flavored Frappuccino war ohne Pumpkin Spice, voila! Ich schwöre,
Eileen Wanni war so kleins mit Hut, ich schwöre. Ich hab zweite Alma Move gebracht. Ich hab gesagt, okay, wenn er ohne Pumpkin Spice war, ich bekomme von dir 1,50 zurück. Dann, sie wollte direkt 1,50 rausholen, ich hab dritte Alma Move gebracht. Ich hab gesagt, wenn du mir geben willst, du musst überweisen, Digga. Ich schwöre, wollte ich dir nur kurz erzählen, mein Mäuschen, gell? Wir treffen uns in der Shisha Bar, ja? Okay, ich muss hier gerade noch kurz Auftritt machen. Bis gleich, ciao. Entschuldigung, ich musste die Geschichte nur kurz loswerden, weil ich war abgefuckt. Ich wollte unbedingt mit Pumpkin Spice haben. Ich wollte nur noch, weil ich habe doch vorhin gemacht, gell? Und ich habe über die Almans geredet. Ich wollte nur noch kurz sagen, ich bin froh, voilà, dass diese ganze Einwanderungsgeschichten, was war damals, er ist nicht andersrum gewesen. Ich bin froh, dass wir in Deutschland gekommen sind, nicht die Kartoffeln nach Türkei, voilà. Ich schwöre. Stellt euch mal vor, Digga. Die Almans wären in Türkei gekommen. Istanbul Bahnhof, Klaus und Gisela, sie kommen mit Koffer. Oh, was ist hier los? Da ist es aber schön. Ich schwöre, sie hätten zur Begrüßung einen Ring Sucuk bekommen und die tausendste Kartoffel, ein Esel. Und aus dem Esel, ihr kennt Almans, sie hätten direkt drrrt, sie hätten Mett gemacht. Mettwurst, direkt, oh, Esel, oh, da machen wir mit, was das? Ich schwöre, die Kartoffeln, die Almans, sie sind crazy, wenn sie Mett hören. Ich schwöre, sie sind süchtig nach Mett, gell? Deswegen, er heißt auch Dings, Crystal Mett. Sie geben sich immer richtig. Selbst die Kollegas am Bahnhof, wenn ich aus Zug steige, yeah, darf ich mal ein bisschen Mett haben oder was? Ich schwöre, Digga, geh nach Hause mit deinem Mett, Walla. Aber ihr seid crazy, gell? Ich war auch mal bei einem Kollegen, Florian, ein Alman-Kollege von mir, Geburtstag, ich war bei Buffet, auf einmal ein Tier. Ich so, Florian, was ist diese? Florian so, das ist, er ist ein Mett-Igel. Ich so, was ist ein Mett-Igel, Walla? Ja, das ist ein Igel aus Mett. Was? Was soll diese Geschichte? Ein Mett-Igel. Ich verstehe nicht, was ist mit den Kartoffeln los? Wie kann man bitte aus ein Tier, ein Schwein, ein anderes Tier bauen, ein Igel? Wenn du schon ein Tier machst, dann mach ein deutsches Tier, mach einen Mett-Schäferhund oder so Geschichten. Oder ein Mett-Hirsch, keine Ahnung, Geweih, Zwiebel bei Arsch, Baba. Aber nicht eine Mett-Igel, voilà. Ich glaube, das haben sie nur gemacht, um uns zu flachsen, damit wir denken, er ist kein Schwein, wir essen Igel. Ja, Igel, Gott, diese Mama. Ich schwöre, die Kartoffeln, voilà. Sie haben faustig Kinder, die nur. Ich habe auch vorhin, ich habe noch mal nachgedacht, gell? Weil ich gesagt habe, diese Papstschabo, er hat Land in Land drinne gehabt. Die Italieners, aber ich schwöre, bei Kartoffeln, es gab auch mal Land in ein Land. Wisst ihr noch, mit diesem einen König, der da gemacht hat? Er hat Mauer gebaut, dieser König, diese, wie heißt der? Er ist dann gegangen bei Mauer und hat Frankfurt Brauerei aufgemacht. Erich Henninger. Erich Henninger, er hat gemacht. Er war König. Er hat Mauer gemacht und hat allen gesagt, hier sind Bananen. Er hat nur Bananen gegeben zu essen, voilà. Deswegen, er hieß auch so, DBR, glaube ich, gell? Deutsche Bananenrepublik war gewesen. Ich weiß ganz genau, Digga. Hamza ist schon wieder abgefuckt worden. Leute, ich muss wieder Opernplatz, ich muss diese scheiß Nazi-Bullen fertig machen. Ich schwöre, ich gebe den jetzt richtig böse. Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao, macht's gut. Tschüssi.